Das gibt's nicht. Morgen ist dein erster Arbeitstag, Geralt. Ist doch nicht. Und dann wacht er auf. Ah. Ja, Mann, hier! Da, schlaf doch da, du dämlicher Vollidiot! Mann, ey, gibt's doch nicht. So, gute Nacht. Man hat da gar keinen Komfort, das ist nicht gut. Um 6 Uhr musst du erst um 7 zur Arbeit. Wie hardcore. Okay, frühstücken. Jen darf noch schlafen. Ach nee, Jen ist auch aufgewacht. Warum? Ah, weil sie ausgeschlafen ist. Donnerwetter, Jen, meine Fresse, ey. Okay. Denn, nee, dann machen wir das Aufräumen weg, dann gehen wir erst auf Klo. Damit wir uns hier nicht ins Gehege kommen, nicht wahr? Okay, 2 Stunden vorher war tatsächlich keine schlechte Idee. Muss ich den jetzt immer wieder neu stellen? Nee, ausstellen, okay. Weil ich glaube, es gibt doch keine Wochentage und die müssen ja jeden Tag zur Arbeit, ne? Ja, ich glaube, das macht keinen Unterschied. Oh, das Klo ist sauber. Was hat der? Der hat eben rumgeschrien. Au! Sollst du dir nicht den Finger abhacken? Meine Fresse. Ich meine, man kann doch etwas schneiden. Ohne so rumzuhacken, wie er es gerade gemacht hat. Meine Fresse. Es geht schon. Ist möglich. Ach Gott. Was war jetzt das Angebot? 8 bis 15 Uhr oder so? Das ist doch locker. Ach nee, 9 bis 15 Uhr. War und ein Wagen kommt um 8. Die Fahrgemeinschaft für Geralt fährt in etwa einer Stunde. Okay. Kein Problem. Du musst eigentlich nur noch mal... Jen? Okay. Dann geh doch auch frühstücken. Was soll's. Vielleicht können wir uns ja noch ein zweites Bett leisten, damit man hier nicht auf der Couch schlafen muss, solange wie ihr euch wie Kinder aufführt. So. Geralt, wie wär's... Eigentlich hast du keine Zeit zum Duschen. Probier's. Ich glaube, die... Ach, vergiss doch das Wegräumen. Alter, ihr habt keine... Jetzt stellt ihr das dahin, wo ich es nicht sehe. Das ist doch lächerlich. Okay, egal. Gut, was soll's. Was soll's? Ist egal. Ich glaube, das schafft er nicht. Lass mal vorspulen. Ach, guck mal, das crappigste Auto aller Zeiten. Ich glaube, das steht eine Stunde da. Man hat also vergleichsweise viel Zeit. Gut, er hat keinen Komfort und er muss pinkeln, aber was soll's. Keine Zeit dafür. Oh, jetzt hat er sich so ein Ersthelfer-Dingens angezogen. Cool. Wie ein EMT. Mir fallen keine deutschen Worte. Ich kann kein Deutsch. Ne? Falls ihr das noch nicht gemerkt habt, Pesti spricht kein Deutsch. Noch nie. Was für eine Karre. Okay. Geralt ist auf der Arbeit. Und Jen ist zu Hause. So. Jen. Jetzt be... Ah! Sie nimmt so... Ah! Null ordentlich. Null. Ich lasse manchmal einen Pizzakarton oder zwei rumliegen. Und es ist mir egal, dass überall Fliegen rumfliegen. Warum sollte ich aufräumen, wenn ich es auch den anderen überlassen kann? Ja, richtig. Aufräumen. Und keinen Job suchen. Was soll denn die Albernheit? Jen sucht keinen Job. So etwas kommt ihr nicht, in den Sinn. Ach, Dusche reinigen. Fantastisch. Und dann kannst du schon wieder was essen. Aber ich glaube, dann sind wir über Frühstücken hinaus und sind schon wieder beim Mittagessen, bis sie das alles gemacht hat. Bis sie soweit durch ist. Ja, dieses Fadenkreuz hier, dass der Bildschirm immer auf dem Sim zentriert bleibt, das ist natürlich nicht so schön, wie wenn ich das jetzt manuell machen würde. Das wäre immer geiler. Aber so genau war die Kamera halt zu dieser Zeit noch nicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich sehr schnell wieder an diesen Pixel-Look gewöhnt. Ich hatte es irgendwie viel besser in Erinnerung. Aber jetzt, wo ich jetzt hier ein bisschen gespielt habe, in der originalen Auflösung, funktioniert es ziemlich gut. Klar, man könnte es auch in HD oder sogar in 4K spielen mit ein paar Hacks und Mods. Aber dann wäre das Spiel so weit rausgezoomt, dann wäre es halt ultra scharf und weiter rausgezoomt als so. Und dann hat man ja nichts von. Das ist ein bisschen albern. Das ist so ein bisschen albern, wie die da drin die Dusche waschen, putzen immer.
Ist eine sehr seltsame Animation. Aber gut. Und guck mal, es ist gerade mal 10 Uhr. Guck mal, wie effizient Yen ist. Komm, frühstücken. Und wenn Geralt nach Hause kommt, dann haben wir 200 Dollar. Und dann können wir uns ein Herd leisten. Und vielleicht verbrennt dann die Bude nicht wieder. Aber vielleicht machen wir vorher was anderes und kaufen ihr noch ein Bett. Damit man dort schlafen kann, wenn man sich gegenseitig nicht leiden kann, ne? Wie wär's? So, machen wir da und da. Okay? Ein Notfallbett. Eigentlich nichts, was ich dauerhaft so eingerichtet haben möchte, aber was vielleicht eine Dauerhaftigkeit sein muss, weil ihr euch nicht leiden könnt. Ich weiß nicht warum. 27, 38, okay, ist wieder gesunken. Aber trotzdem 34 ist gerade die lebenslange Meinung von dir. Ich meine, 27 ist nicht viel mehr, als du ganz zu Beginn hattest, als ihr euch kennengelernt habt praktisch. Da war es 20. Aber auch nur, weil ihr den gleichen Nachnamen habt. Aber das ist halt so eine Sache, sie haben den gleichen Nachnamen, gleiche Familie. Wir haben überhaupt keine Ahnung, welchen Beziehungsstatus sie zueinander haben. Die müssen ja nicht verheiratet sein. Weil wenn sie verheiratet wären, dann würde ich einfach mal hoffen, dass ihr Beziehungsstatus besser ist als bei 20%. Wenn sie Geschwister sind, okay, schon eher. Aber dann würde ich nicht von ihnen erwarten, dass sie in einem Bett schlafen. Was weiß ich denn, ob... Ich habe keine Ahnung. Sagt ihr es mir. Hm? Dachte ihm, da klingelt das Telefon. Guck, ist schon fertig. Komm, gib noch einen Kaffee hinterher. Gib noch einen Kaffee. Und jetzt sinkt das soziale Leben. Wenn Geralt nach Hause kommt, der hat relativ gutes soziales Leben, interessanterweise. Aber der kommt nach Hause und es wird ihm schlechter gehen, gehe ich mal von aus. Das ist meistens so, dass sie... Ich glaube, das vergeht hier nicht, außer die Energie vielleicht. Die kommen nach Hause und alles ist mit einem Mal... Was machst du denn für... Was ist das für ein Kaffee, Mann? Das ist ja nicht normal. Was wir auch machen könnten, wäre... Warte, jetzt machen wir mal kurz Pause. Und gucken mal, was du für Interessen hast. Da. Weil wir können ja auch Dinge machen, die wir dann verkaufen, um Geld zu bekommen. So. Reisen interessiert dich nicht. Geld interessiert dich nicht. Du interessierst dich für die 60er, oh Gott. Fürs Wetter kaum und für Sport. Ultrasport interessiert. Sie ist extrovertiert und nett, aber nicht so aktiv. Warum bist du so sportinteressiert? Musik? Ja. Natur ziemlich interessiert. Training? Du bist doch gar nicht so aktiv. Mode? Ultra interessiert. Essen? Partys? Hollywood? Technik? Romantik? Ich hatte eigentlich versucht rauszufinden, ob du irgendetwas bauen möchtest oder ob du eine künstlerische Ader hast, aber sowas scheint dir nicht zu stehen. 316 Quadratmeter. Das ist größer, als man denkt. Hier ist viel freie Fläche. Größe perfekt. Möbel, Ordnung, Layout, Garten findest du halt furchtbar. okay. Also, dann können wir dir auch eine Staffelei hinstellen. Ah, dieser Genie, der kann einen richtig reinhauen. Das ist schlecht, glaube ich. So, wo haben wir denn hier? 250 kostet die Staffelei. Ach, meine Fresse. Okay, also wir könnten theoretisch eine Staffelei holen, um... Okay, dich interessiert Musik. Um zu malen, aber... Alltagskleidung, schick machen, Badekleidung, Winterkleidung, High Fashion. Was ist denn schick machen? Mach mal. Wir können ja einkaufen gehen. Und dort gibt es dann die Möglichkeit, uns auszusuchen, wie sie gekleidet sein sollen, wenn sie bestimmte Kleidung anziehen. Schick machen, das ist die Standard-Schick-Machen-Kleidung. Dreh dich mal. Ja, durchaus. High Fashion. Zu High Fashion wechseln. Kann ich mir jetzt nicht... Was ist das denn? Das ist wieder so Pelzjacke, aber nichts drunter und
keine Ahnung, ist das ein Minirock, ist das eine Hose? Ich habe keine Ahnung. Das ist High Fashion, ja? Okay. Naja, wenn du meinst. High Fashion. Wie war das jetzt? Warum drücke ich denn immer auf den Falschen? Musik interessiert sie nicht so sehr. Und Hollywood auch nicht wirklich. Das sind aber die einfachsten Möglichkeiten. Musik, okay, das juckt sie überhaupt nicht. Dann mach's halt mit Logik. Spiel gegen dich selbst. Also Musik und Hollywood sind halt die beiden Sachen, die in Sims eigentlich am einfachsten sind, um sie irgendwie zu beschäftigen. Um sie irgendwie dazu zu bringen, etwas Bestimmtes zu machen. Praktisch. Sich die Zeit zu vertreiben. Logik. Weißt du, was wir mit Logik machen können? Aber wenn sie beides nicht interessiert, ist natürlich nicht so sinnvoll. So, bei dem Job. Was steht da? Deine Leistung ist nicht schlecht, aber durchaus verbesserungswürdig. Verbessere deine Laune, bevor die Fahrgemeinschaft kommt und die Beförderung lässt nicht mehr lange auf sich warten. Hier steht dann ja, welche Voraussetzungen wir brauchen, um befördert zu werden. Das ist denn so eine Sache. Da können wir ihm dann, vielleicht muss er noch mehr trainieren, braucht einen gestählten Körper oder so, oder muss seine Logik verbessern. Ich glaube nicht, dass seine Kochkünste verbessert werden müssen, wenn er Rettungssanitäter ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber, ja. Sollen wir einfach mal Nachbarn anrufen? Ruf mal Nachbarn an. Wir sind so einsam. Du bist in High Fashion gekleidet. Ich meine, die kennen uns nicht. Vor allem, die kennen uns nicht. Die hat nicht wirklich eine sonderlich gute Beziehung zu uns und hat in dem ersten Besuch, wo sie uns eigentlich willkommen heißen wollte in der Nachbarschaft, zweimal mit angesehen, wie wir unsere Bude angezündet haben. Ich glaube nicht, dass sie vorbeikommt. Dann sagt sie wahrscheinlich, wer bist du eigentlich? Wir kennen uns gar nicht oder irgendwie sowas. Tut mir leid, aber ich stricke gerade neue Schnürsenkel und kann mich hier einfach nicht losreißen. Da bin ich mir nicht mal so sicher, ob sie böse ist. Nee, wir machen Mittagessen servieren. Ich glaube, Geralt kommt um 15 Uhr nach Hause. Oder? Warum steht denn das hier nicht? Ja, doch, 15 Uhr. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das wirklich eine legitime Ausrede ist und sie das ernst meint und das halt ironisch dämlich ist. Oder ob das halt eine Ausrede ist, weil sie sie nicht leiden kann. Weil sie steht bei 2. Das ist ja gar nichts. Ich meine, 0 heißt ja nicht, dass sie einen hassen, sondern 0 ist, ich kenne dich einfach nicht. Hassen wäre minus 100. Trotzdem ist 20 immer noch ziemlich wenig, wenn man in einem Bett schlafen soll. Muss man einfach mal so akzeptieren. So, das kannst du machen, dann gibt's noch einen Kaffee und dann kannst du schon wieder... So, und dann müsste eigentlich... Geralt müsste ja jeden Moment kommen. Um 15 Uhr. Ach Gott. Wie ich das hasse, dass sie Essen zubereiten und sich dann keinen Teller nehmen. Gut, dann mach es halt danach, meine Fresse. Aber lass es nicht verderben. Zeig erstmal, wie du ausrastest wegen dem Koffein. Fantastisch. Ich weiß, diese teure... Willkommen zu Hause, du hast heute $200 verdient. Jeden Tag. Okay. Tag, Geralt. Willkommen. Denn, erstmal pinkeln und nochmal was zu essen. Dann könnt ihr euch zusammen... Ach nee, die will auch gerade... Ach Gott. Okay, was soll's. Wir lassen es einfach drauf ankommen. Hallo, ich bin zu Hause. Bam. Hallo. Spül gefälligst. Ich bin dran. Okay, das fanden sie jetzt natürlich doof. Aber das schadet ihrer Beziehung nicht. Sie muss halt nur gleich nochmal auf Klo gehen. Und sie hat gerade einen Kaffee-Intus, also... Dürfen wir es nicht unterschätzen. Jetzt ist halt wieder Spaß und Komfort. Das ist eigentlich die perfekte Voraussetzung, um sich einfach einen Faulen vorm Fernseher zu machen. Er hat auch nicht gespült. Ist doch alles nicht zu fassen. Ich meine, ich verstehe ja Faulheit. Aber die verdammte Klospülung nicht zu betätigen, das verstehe ich nicht. Wahnsinn. Und ich merke halt auch,
Solange wie wir nicht ein bisschen Geld verdient haben, bringt es nichts, wenn wir in die Stadt fahren. Klamotten angucken oder von mir aus eine Katze kaufen, das ist viel zu teuer, das können wir uns überhaupt nicht leisten. Von daher, das wäre ja cool. Hier ist auch Platz für Katzenzeug und in dem anderen Raum auch. Aber das ist einfach nichts, was wir uns gerade leisten können. Geht halt nicht. So. Schon wieder könnte man die reinigen. Warum ist die Dusche immer so dreckig? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so schnell dreckig wird. Ihr seid einfach nur Drecksäue. Ich weiß auch nicht, warum. Wie das sein kann, wie das passiert. Aber so ist es halt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, dann gibt es jetzt wieder einen Tag vorm Fernseher. Weil er einfach keinen Komfort hat. Aber heute Nacht wird alles besser, weil du ja jetzt ein richtiges Bett hast, Geralt. Weil du deine Frau nicht leiden kannst. Die muss sich daran erinnern, dass ich daran nicht schuld bin. Hat er da sein eigenes Gefängnisbett im Wohnzimmer, direkt an der Eingangstür. Da kann er vom Einbrecher direkt getötet werden, wenn der reinkommt. Ja, Geralt, hau rein. Warum findet er das so komisch? Das war das Geilste, wenn sie einfach über alles lachen, völlig grundlos, ob das auch nur im Entferntesten komisch ist. Richtige Schenkelklopfer, meine Fresse. So, Jen. Was ich ein bisschen schade finde, natürlich sind so die Kleinigkeiten, dass die dreckige Dusche einfach nicht dreckig aussieht. Ne? Aber, gut, was soll's, nicht so schlimm. So, setz dich mal zu deinem Freund. Oder was auch immer ihr seid. Ich weiß es nicht. Du musst es mir irgendwann sagen. Eines Tages, Jen, musst du mir sagen, wie du zu Geralt stehst. Alter, was ist denn los mit dem? Warum beeilen die sich so? Und sie sagt, ich hasse Paragraphen und Einbrecher. Und der stirbt vor Lachen. Und sie kann ihn nicht leiden. Scheiße. Und er mag Einbrecher und er mag Geld. Oh nein, sie können sich wirklich nicht leiden. Guck mal, bei ihm. Und sie hasst Geld. Und sie hasst Gesetze. Nein, die verstehen sich nicht. Geralt redet immer über seine Interessen und mag es, dass Jen ihm zuhört. Und er hat eine immer höhere Meinung von ihr. Und die einzige Antwort, die Jen kennt, ich mag nicht, worüber du geredet hast. Und sie hält immer weniger von ihm. Scheiße. 23, guck mal, ist es noch weniger geworden. Und bei ihm wird es jeden Tag mehr. Ah, weh. Das ist nicht gut. Ihr solltet vielleicht nochmal... Könnt ihr nicht irgendwas zusammen machen, Mann? Kuscheln. Ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Obwohl, wenn Jen das macht, die hält weniger. Geralt wird nicht zurückweichen. Sie vielleicht eher. Wenn sie das initiiert, dann weicht er vielleicht nicht zurück. Andersrum eher. Nein. Oder? Doch. Hä? Was denn jetzt? Hä? Was passiert? Was ist passiert? Sie haben nur die Plätze gewechselt. Jetzt sitzen sie... Ist das doof? Guck mal, das funktioniert doch! Du kannst mir nicht erzählen, du magst den nur 28. Er 42? Ja, bin ich schon der Meinung. 31, so. So, ne? Ich meine, was weiß ich denn, wo der Beziehungsstand sein muss, damit sie in einem Bett schlafen? Sie sind nicht mal als Freunde. Als Familie, ja. Aber nicht als Freunde. Sie sind in einer Familie, aber sie sind keine Freunde. Und dann sollen sie in einem Bett schlafen. Er erzählt ihr von allem, was er nicht mag. Und sie ist irgendwie immer anderer Meinung. Okay, wisst ihr was? Das war doch schön harmonisch. Jetzt könnt ihr hier bald... Oh, guck mal, ist noch nicht mal verdorben. Guck mal, wie gut wir sind. Noch nicht mal verdorben. Da habt ihr jetzt kuschelnd auf der Couch einen Liebesfilm geguckt und könnt noch das nicht verdorbene Mittagessen verzehren. Das ist doch fantastisch. Alle Träume sind wahr geworden. Das ist doch großartig.
Soziales Leben. Guck mal, Geralt fehlt nur Energie. Das ist sehr gut. Wunderbar. 45 und sie 34. Na gut, okay. Ist okay. Genug. Genug gekuschelt werden. So. Ich meine, irgendwann müsst ihr aufhören, ne? Ja. Irgendwann. Beide gleichzeitig. Ach Gott. Warum ist das alles so komisch, Mann? Das ist fast so komisch wie die ganzen Dialoge in Pokémon. Guck mal, wie super das funktioniert mit diesem Essen zubereiten. Das ist sehr gut. Das ist viel besser, als eine einzelne Portion zu machen. Ach, jetzt hab dich nicht so blöde. Setz dich doch einfach dahin. An den Tisch. Wie ein Mensch, Geralt. Hast du das manchmal probiert? Einfach wie ein Mensch? Und sie können gleich weiterreden. Ist es nicht toll? Und ihre Meinung von ihm steigt. 48, 37. Wann sind sie Freunde? Ab 50? Keine Ahnung. 40, 51. Ich glaube, der untere Balken muss auf 50 sein, ne? Yen Pesti. Geralt Pesti. Okay. Dann würde ich sagen, Yen geht zuerst ins Bett. Und dann versuchen wir mal mit Geralt hinterher ins Bett zu gehen und gucken, ob das funktioniert. Weil nach wie vor Geralt von Yen mehr hält als andersrum. 55 zu 41. Dabei ist Yen viel extrovertierter. Ach gut, was soll's. Ist egal. So, du gehst ins Bett. Geralt folgt dir. Und dann gucken wir mal. Wenn es nicht klappt, dann schläfst du halt in deinem eigenen Bett. Nein, nein, weißt du was? Wir respektieren euch. Wir respektieren eure Meinung und du gehst von Anfang an in dein eigenes Bett. Wecker ausstellen, okay, der ist an. Gut. Geralt, dann wünschen wir dir eine gute Nacht. Und das gleiche wünsche ich meinen Zuschauern. Gott, der Fernseher läuft noch. Aber er schläft erstmal 20 Minuten. Ah, ich hasse das. Deshalb habe ich nie... Deshalb habe ich nie Fernseher oder Radios im Schlafzimmer gehabt, weil ich es immer vergesse. Aber jetzt, wo dein Bett im Wohnzimmer ist, ist es natürlich doof. Also, meine lieben Zuschauer, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Geralt und Yen aus dem Hause Pesti. Ist das doof?